Hallo Leute und willkommen zum zweiten Part meines Rome 2 Let's Plays. Letztes Mal haben wir ja eben hier pausiert, kurz vor dieser auf jeden Fall schweren Schlacht. Ich werde sie aber trotzdem hier schlagen, mich nicht zurückziehen und dann mit denen zusammenkämpfen, weil ich mich hier eben schon mit festigter Stellung aufgestellt habe. Ich so allerdings noch nie gekämpft habe und nicht weiß, wie groß der Effekt ist, aber ich meine, es gibt immer ein erstes Mal, deswegen starten wir jetzt einfach mal. Ja, dann habt ihr vielleicht schon bemerkt, ich habe eine kleine Pause gemacht von ungefähr 2 Tagen zu diesem Part, weswegen es auch schon ein paar Kommentare gibt. Die sinnvollen Kommentare sind alle von Jan Pro. Sie hat geschrieben, versucht besonders am Anfang schnell auf mindestens 20 Nahrung zu kommen. Werde später versuchen, dann so streitest dein Agententyp, das habe ich ja dann später im Video zum Glück noch festgestellt. Dann seit Patch 1.5 wurde die Rundenberechnung gefixt. Ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwann mal gefixt wurde, weil es ging jetzt echt wirklich schnell. Und Brunnenvergiften bringt nur etwas, wenn du unmittelbar angreifst. Nur zur Info, man dezimiert damit die Garnison. Also, hat es an sich nicht viel gebracht, dass ich die Runde gemacht habe, außer Erfahrung für meinen Spion. Und ja, ich meine, schon mal besser als nichts, oder? Was haben wir denn hier? Steinhindernisse, Pfähle. Ja. Aha. Okay, okay, das sieht auf jeden Fall schon mal alles ziemlich gut aus. Aber ich würde erst sagen, wir stellen mal unsere Armee auf. So, also damit fangen wir mal an mit der Kavallerie. Die werden wir in 2 Armeen aufteilen. Und erstmal draußen rumreiten lassen. Später in die Festung zurückziehen lassen. Damit machen wir daraus mal Gruppierung 1. Und daraus Gruppierung 2. Der General wiederum lassen wir aber hier drin stehen. Jetzt gucken wir mal, was wir mit den... Was sind das? Junge Äxte. Komischer Name. Die schicken wir mal hier rein. Puh, wie machen wir es denn am geschicktesten? Kann man sie da reinstellen? Ja, da könnte man rein theoretisch. Ah, okay, gut. Da kann man sie ein bisschen breiter aufstellen. Dann können wir die Feinde schon mal daran hindern, hier reinzukommen. Wobei, wir brauchen da ein bisschen viel Leute. Machen wir es einfach mal so. Diese Akzente. Irgendwann mal mache ich mir die Mühe und spreche jede Sounddatei selber. Das gibt es dann als Mod wahrscheinlich. So. Würde es was bringen, wenn ich meine Armee hier so aufstelle? Rein theoretisch ja, aber damit, weil die Feinde sehen die Einheiten ja nicht. Dann könnte ich den schön in die Seite reinfallen. Komm, probieren wir es einfach mal an einer Flanke aus. Jetzt haben wir noch 3 Einheiten. Würde ich mal sagen, stellen wir die hier auf. Hier noch eine Einheit in die Flanke, einfach um den Feind in die Flanke zu fallen. Dasselbe werden wir hier machen. Verdammt. Und damit wieder in die Seite fallen. Und ja, was machen wir dann noch? Komm, stell mal hier die Einheit auch noch hier auf. Na, wobei, das bringt ja dann nichts. Dann machen wir es einfach so und dann sagen wir so, die schicken wir einfach mal in die Mitte und schicken wir dann dahin, wo wir brauchen. So, jetzt Befestigungen. Also. Pfähle. Gut gegen Kavallerie. Ich würde sagen, die stellen wir einfach mal überall auf. Jetzt zum Beispiel. Okay, warte, das ist irgendwie blöd. Ah, jetzt habe ich hier die Stein... die... Nee, habe ich nicht. Okay, es sah so aus, als ob ich die da weggebaut hätte. Ah, nee, da kommen noch genug Pferde durch. So, jetzt. Da kommt kein Pferd durch. Aber das ist jetzt absolut Pferde, sich einfach mal... Ich bräuchte eindeutig mehr davon. Was haben wir denn noch? Barrikade, was ist eine Barrikade? Achso, sowas hier. Wir könnten rein theoretisch einfach auch hier das zu barrikadieren. Zumindest so weit. Damit da erstmal keine Feinde durchkommen. Ja, und dann halt noch mal Steinhindernisse, haben wir ja 2 Stück.
Schauen wir die einfach hier. Und hier auf. Kommen die Pfeile schon mal eine Weile nicht voran. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles hingebaut, was wir hinbauen wollten. Mal sehen, wie viel das jetzt im Endeffekt bringt. Das würde ich mal sagen. Verdammt, die lassen wir stehen. Wo ist denn hier der Stoppknopf? Hier, die hier. Schicken wir ja schon auf den einen General. Ist ja nur eine Einheit. Die Verstärkungsarmee kommt dann irgendwann mal. Könnte natürlich auch einfach versuchen, 20 Minuten durchzuhalten. Würde im Endeffekt auch funktionieren. Genau, schießen. So. Mal gespannt, wie viel sterben. Jo, niemand. Das ist schlecht. So, zumal bei mir Menschen sterben und bei ihnen nicht. Ah, jetzt gut. Ich merke schon, unsere Präzision ist jetzt nicht unbedingt da. Doch, jetzt gehen auch ein paar drauf. Jetzt gucken wir noch da hinten. Wir haben ja noch eine zweite Armee. Die wollen wir mal der einzelnen Einheit hier entgegenschicken. Damit dann bloß noch die Hauptarmee übrig bleibt am Ende. Okay, okay, das ist nicht gut. Ups. Ah, man kann jetzt Einheiten so komisch verschieben. Jo. Was sie davon halten sollen. Naja, ich meine, das kann ein bisschen stören. Das ist auf jeden Fall gut. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. So, jetzt sollen die bloß noch fliehen. Jupp, sind weg. Dann schicken wir die hier entlang. Okay, die Pfähle hinten ist da drüben. Ich wusste ja nicht, von wo die Feinde kommen. Sonst hätte man da bestimmt mehr machen können. So, die schicken wir auch noch entlang. Machen wir einfach hier. So. So. Warten wir auf den Feind hier. Dann gucken wir mal, was denn da drüben sonst noch so kommt. Kavallerie, 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 Kavallerie. Kavallerie, Kavallerie, Kavallerie. Und noch normale Einheiten. Und Bogenschützen. Jo, wird lustig. So, genau, schießen. Hoffentlich spielt niemals jemand mit diesen Einheiten gegen mich im Multiplayer. Oh ja, die Salve hat gesessen. Mich hat es bloß ein bisschen beunruhigt, damit der Faucher von mir so viele Einheiten zu fliehen gebracht hat. Pff, nicht so wenig. Okay, das ist jetzt nicht gut. Das ist einfach ein Grund, weil ich von allen Seiten beschossen werde. Muss ich unbedingt von meinen Kreuzfeuer nie gut. Okay, kommen da meine Einheiten durch? Naja. Das war jetzt mehr schlecht als recht, eindeutig. Die Männer wanken. So, da bin ich, stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich mit meinen Einheiten überhaupt irgendwas anfangen kann. Meine Nahkampfeinheiten gegen die Kavallerie werden nicht haben ein Problem. Also Axtkämpfer sind ja jetzt so im Allgemeinen nicht ganz so effektiv gegen Kavallerie. Männer wanken. Jetzt so. Ja, passt. Unser General wird angegriffen. Jetzt sind ein paar extrem viele Bogenschützen. Steppen, Bogenschützen bereit! Nachkämpfer bereit! Bin ich mal gespannt, wie die auf so eine Einheit reagieren. Ah, okay, ich habe so Verteidigungsanlagen, das ist gut. Aber die fügen denen wahrscheinlich nicht ansatzweise den Schaden hin, zu denen sie eigentlich... Ja, verdammt, jetzt halten mich meine eigenen Verteidigungslinien auf. Okay, ja, das ist schon ein Problem. Und wir müssen jetzt hoffen, damit die reinkommen. Ich meine, 15 Minuten so durchhalten werden wir definitiv nicht.
Junge Äxte! Bleibt ihr Verfluchten! Den töten sie alle! So. Kampf bereit! Junge Äxte! Müssen wir einfach mal die alles auf einen Taktik benutzen, vielleicht bringt's ja was. Weil ich habe einfach keine einzige Einheit Speerträger. Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Berittene Bogenschützen! Verstanden! So, der hat leider keine Fähigkeit von wegen Motivation für alle. Oh doch, die Axtkämpfer machen gegen die zumindest Bogenschützen, aufgesetzten Bogenschützen mal Schaden. Tötet sie, tötet sie, tötet sie! Das ist gut zu wissen. Besteht doch noch Hoffnung. Ich habe mir schon gedacht, dass die nicht allzu stark sein können im Nahkampf. So, jetzt ziehen wir selber wieder zurück. Okay, damit haben wir denen auf jeden Fall Schaden zugefügt. Nur sie fügen uns immer noch Schaden zu, das ist schon ein bisschen nervig. Wir müssen unsere Armee jetzt komplett nach da hinten ziehen. Das ist gut, ich weiß zwar jetzt nicht, wie er gestorben ist, aber... Ah, doch, dadurch. Okay, gut. Schicken wir jetzt einfach mal eine Einheit als Kanonenfutter vor. Weil die hier einen Felsen allein, die da verluschte, oder? Nee. Ich hätte eindeutig hier die Pfähle aufstellen müssen. So. Der ist jetzt so oder so tot. Sollen die wenigstens noch ihre paar letzten Pfeile darauf schießen? Infanterie kommt da ja schneller durch. So, jetzt können sie schon mal nicht mehr schießen. Und die Pfeile treffen vielleicht auch ein paar von denen ihren eigenen. Aber zumindest. Entschuldigung für die Geräusche, wisst ihr, wie es läuft hier für... What the fuck, was war das? Ja, auf jeden Fall. Normalerweise fahren hier keine Fahrzeuge vorbei, aber sobald ich aufnehme, alles mögliche. Das, was da gerade eben vorbeifuhr, da weiß ich immer noch nicht, was das ist. Sah auf jeden Fall komisch aus. So. Die beschießen jetzt meine fliegenden Einheiten. Ich beschieße währenddessen ihre Einheiten mit meinen... Ja. Wie heißen sie? Feldturm. Wir müssen allerdings auch nur die Feinde so gut wie es geht dezimieren. Einfach nur, damit meine zweite Armee, die dann leider nicht mehr so eine geile Verteidigungsanlage hat, sie irgendwie ausschaltet. Oh ja, oh ja. Okay, jetzt wird es gerade aus irgendeinem Grund extrem dunkel. Ich hoffe, dass man in der Aufnahme dann noch was sieht. Okay, es geht wieder. Kann sein, es war noch ein Grafikbug. Nee, es wird tatsächlich extrem dunkel, wenn wir so ranzoomen. Okay, mir fällt ein. So, jetzt sollte ich eigentlich angreifen. Ziemlich schnell sogar. Und wenn ich jetzt nicht... Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn die Einheiten nur einzeln durchkommen. Noch dazu so schön von meinem General und den Schützen hier außenrum beschossen werden. Ich hätte vorher einen Schildwall bilden sollen. Man lernt ja nie aus. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Das sind alles nur Speerträger. Sollten rein theoretisch schwach sein gegen meine Axtkämpfer. Okay, ja, sieht gut aus bis jetzt. Muss aber auch bedenken, wir spielen auch schwer. Schwerer Schuss. Ich weiß nicht, was die bringen, das Problem. Okay, bis jetzt sieht es sehr gut aus. Okay, da hinten kommen nochmal zwei Einheiten. Drei. Das wird dann vielleicht doch nicht mehr als Musik reichen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt stellen wir die hier mal mit dem Schildwall auf, so wie es geplant war. Durch aus irgendeinem Grund gruppiert das, was wir mal. Nein, die schicken wir da auch zurück. Die Reiter sollen da jetzt reinkommen. Erfolg. Okay, dreht euch mal jetzt schnell um. Ich will da ein Schildwall bilden können. Oh ja, da hätte ich noch richtig viele Einheiten töten können. Aber nee. Lass mal lieber. Ich muss jetzt sehr die Schlacht gewinnen. Schilde hoch, habt ihr gehört? So,
Die allein wahrscheinlich trotzdem Verluste, aber hoffentlich nicht mehr ganz so viele. So, okay, die verlieren die so viel Moral dadurch, wenn die da durchlaufen und verlieren die da echt Einheiten? Ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Es war doch gut, dass ich hier die Steine hingestellt habe. Die Tatsache zu wissen, damit die hier extrem effektiv sind gegen aufgesessene Bogenschützen, schadet auch nicht. So, da habe ich ganz vergessen, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay, da sieht man jetzt halt kaum was. Weil doch, man sieht was. Und es sieht so aus, als ob wir die Schlacht gewonnen haben. Oh ja, Gefecht beenden. Teurer Sieg, ein teurer Sieg, aber wir haben gesiegt. Das trotz einer, ja, relativ hohen... So viele Leute weniger waren wir gar nicht. Wir hatten auch enorme Verluste. Ich meine, 600 Mann Verluste bei 865 aufgestellten Einheiten ist schon ein bisschen was. Waren das wirklich nur 1000 Gegner? Ich weiß es nicht. Aber die Feinde hatten auf jeden Fall viel, viel mehr Verluste, wie wir getötet haben. Das bedeutet, die Verteidigungsanlage hat auf jeden Fall was gebracht. Allein auch nur dadurch, damit sie sich eben so durchzwängen mussten und wir einen nach dem anderen ausschalten konnten. Natürlich haben die Verteidigungsanlagen auch noch Gegner getötet. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich habe leider immer noch keine Vorschläge für Armeennamen gegeben. So. Allein, jetzt wäre das Ding schon wieder vorbei. Auf jeden Fall ist eine Schaufel vorne dran. Nein, das ist kein Bagger. Ist zu schnell dafür. Gefangene töten. Einfach nur, weil sie mich aufgeregt haben. So. Die wollen also nochmal angreifen. Der Hälfte der Einheiten. Okay, ich habe auch noch die Hälfte der Einheiten, aber ich habe immer noch selbe an Defensivmöglichkeiten. Das bedeutet, wir werden diese Schlacht auch nochmal schlagen. Die Feinde haben diesmal insgesamt, wenn ich schätzen müsste, 250 Einheiten. Ich schätze mal, dass das hier 57 sind, so rum zumindest. Ja, mal sehen, was wir damit anrichten können. Mit unseren aufgesessenen Schützen können wir wahrscheinlich so gut wie gar nichts anrichten. Müssen wir jetzt wirklich auf die Verteidigungsanlagen hoffen. So, das Ganze hier mal ein bisschen freundlicher, aber ein bisschen plastischer aus. Wir sagen jetzt einfach mal, da kommt der Feind gar nicht durch. So. Und jetzt bekommt jede Seite jeweils einmal einen Anti-Kavallerie-Wall und einen Stein, nicht Steinball. Ihr wisst, was ich meine. Doch. Ja, halt diese Steinhindernisse. So. Ja. Dieses Micromanagement hier, ganz schlimm. So. Was soll das? Ah, das ist ganz, ganz, ganz schlimm hier. So. So läuft es auf jeden Fall besser. Und hier... So mal dasselbe mit Pfählen. Zack. Ah, nee, da kommen mir zu viele Einheiten durch. So. Perfekt. Alles verbaut, was ich verbauen wollte. Jetzt noch an die Einheiten. Die hier... Alle auf einen Haufen. Okay, das sind jetzt, ist jetzt wahrscheinlich eine volle Einheit. Der wieder hier rein und die auch rein. Und dann gucken wir mal. Da ist eine einzige Einheit, die könnten wir vielleicht ausschalten. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Unterstützung kommt von da. Perfekt. Kommen wir schon mal von da nicht durch. Kinder in Tod schicken ist jetzt eigentlich nicht so mein Lieblingshobby, aber okay. Ich meine, es geht hier immerhin um wertvolles Land, zumindest kann ich mir das vorstellen. Ich meine, so viel Einheiten, wie die unterhalten können, muss denen ihre Provinz ja richtig viel Geld geben. So. Ich habe natürlich noch einen Blenker-Modus drin. Vorwärts, Reiter!
Geschosskavallerie zu euren Diensten! Das können wir sie eigentlich von allen Seiten. Ich glaube, hier kann ich dem sogar in den Rücken reiten. Okay, das ist Kavallerie normale. Ja, okay, die zerlegt mich jetzt natürlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt habe ich halt gehofft, dass dadurch, dass sie den in den Rücken reiten, noch irgendwie Schaden anrichten. Nee, gar keinen. Dann zurückziehen. Müssen wir jetzt halt irgendwie anders ausschalten. Die Männer wanken. Kein einziger Verlust, das ist bitter. Naja, dann hoffe ich mal, dass sie durch die Befehle durchgehen. Warte, sterben meine eigenen Einheiten auch durch Befehle? Ich weiß, jetzt sind es drei, meine, jetzt kann man es ausprobieren. Aber eigentlich müssen sie es. Nee, die kommen durch. Nein, sie kommen nicht durch und sie machen auch noch die Befehle kaputt. Verdammt. Dann würde ich sagen, spulen wir jetzt mal ein bisschen vor. Okay, und jetzt sehen wir mal, wie viel Schaden. Oh, verdammt, jetzt reiten die hier. Wir hätten natürlich noch viel, viel mehr Schaden anrichten können. Wenn ich jetzt nicht da durchgerannt wäre, verdammt. Wieso fällt ich eigentlich so oft? Sollten wir jetzt genauer Schießen reinmachen, weil sonst, Männer wanken. Fan hat bis jetzt 8 Mann verloren, nicht meine halbe Armee. Das ist nicht gut. Zieht euch zurück! Okay, das wird knapp. Ich habe noch 4 Einheiten, wovon eine gleich tot ist. Männer wanken. Feind hat noch 16 Mann. Ich habe noch 3 Einheiten, der Feind hat noch 12 Mann. Irgendwann muss der doch auch fliehen. Jetzt endlich. Komm schon, ich verliere pro Sekunde viel zu viele Männer. Perfekt. Hier haben wir jetzt sogar noch frische Verteidigungsanlagen. Perfekt. Der hier wird inzwischen von meinen Verteidigungsanlagen in die Knie gezwungen. Die hier weniger. Aber das sind... Ja, komm, da hat man einfach hier ein bisschen angreifen. Und dann spulen wir mal vor und warten. Könnte eine Weile dauern. Vor allem bis die Einheiten da vorne vorgerückt sind. Ist doch schön anzusehen, wie der Feind Stück für Stück stirbt, ohne dass man selber nur einen einzigen Verlust erleidet. Vor allem in so einer nachteilbehafteten Schlacht. Auch noch 2 davon. Aber spätestens nach dieser Schlacht muss der Feind absolut tot sein. Dazu haben wir ja noch eine 2. Armee, die funktioniert. Also passt das eigentlich. Zum Glück habe ich die gebaut. Ja, wir können diese Armee sowieso nochmal komplett aufstocken. Ich meine, wie viel Geld haben wir hier? Ich habe jetzt nicht geguckt, aber über 10.000 auf jeden Fall. Das war ziemlich viel, das weiß ich noch. So, mal gucken, da kommen die ersten Feinde. Das wird ja auch dementsprechend hier noch in den Felsen auseinandernehmen. So, jetzt ist Vorsprung vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Taktik. Okay, aber ich verliere alle meine Einheiten. Mal gespannt, weil gleich sind alle meine 3 Einheiten tot. Verstanden. Männer wanken. Ja, ich weiß schon. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. 9 Mann, 10 Mann. Verstanden. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, jetzt wird's bitter. Muss ich nur noch mit meinem General kämpfen. Und den General, den werde ich mal hier hinten stehen lassen. In der Hoffnung, damit die KI so dumm ist. Und ja, die KI ist meistens so dumm, dass sie jetzt hier gleich durchreiten. Okay, sie müssen gar nicht so dumm sein. Sie werden so oder so von meinen Bogenschützen auseinandergenommen. Ey, zum Glück haben wir uns nicht zurückgezogen, sondern haben hier in der befestigten Stellung gewartet.
Und Sieg. Puh. Darauf habe ich nicht nochmal Lust. Teurer Sieg. Sie haben aber auch ordentlich Verlust, eindeutig mehr wie wir. Das soll es dann für die gewesen sein. Das war für keinen von uns beiden gut, wenn da jetzt eine dritte Fraktion kommt. Der geht da mit einer Armee durch. Naja, sehen wir mal, was man auf der Kampagnenkarte jetzt mit diesen zwei hart errungenen Siegen anfangen kann. Der Part ist aber inzwischen wahrscheinlich schon 25 Minuten lang. Das bedeutet, das werden wir wahrscheinlich erst im dritten Part sehen. Gefangene töten. So, das sollte es jetzt aber gewesen sein. Wenn er mich jetzt nochmal angreift, dann... Oh ja. So, die Armee müsste jetzt dann Erfahrung gewonnen haben, dass es kracht. War schon abgeschlossen und zu. Rang erhöht. Mission erteilt. Okay. Dazu nehmen die Einheiten noch Verlust in dem Sumpf. Naja, ich würde mal sagen, das war's für diesen Part. Der war jetzt ordentlich lang. Im nächsten Part werden wir uns ausschließlich mal um die Kampagnenkarte kümmern. Diese Provinz hier einnehmen und dann eben gucken, wie wir weiter fortfahren. Auf jeden Fall diesen Part. In Part 2 gab es zwei spannende Schlachten. Passt ja. Ich habe mich gerade gewundert, was das Spiel hier durch mein Mikrofon. Auf jeden Fall hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.